Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 6.6.2020. Heute war Claudia da. Heute ist Ankes Geburtstag. Claudia war von 1 bis um 4:30 da. Und das Wetter war schön. Wir waren den ganzen Tag draußen. Ich spüre jetzt meine Allergie nicht mehr so stark. Also konnte ich draußen bleiben. Und es ist extrem warm draußen, auch noch immer. Und ich liege aber jetzt schon im Bett. Und jetzt Claudia war schön. Sie hat mich etwas gepiesackt, um mich zu lachen zu bringen. Weil sie manche Sachen von mir zu ernst nimmt oder so tut, als würde sie zu ernst nehmen oder falsch verstehen, damit sie mich zum Lachen bringt. Und es war sehr schön, wir haben nicht viel gemacht, deswegen habe ich sie um 4:30 schon nach Hause geschickt. Und sonst ist eigentlich auch nicht viel los, außer dass Anke heute Geburtstag hat, die Freundin von meinem Bruder, meine Schwägerin. Den 31. Und da waren wir drüben gratulieren und Geschenke übergeben und Kuchen essen. Aber dann war es mir zu viel und zu laut, weil auch andere Gäste da waren. Und nach dem Kuchenessen habe ich mich wieder nach Hause bringen lassen. Ich habe dieses Video auch schon mal aufgenommen in besserer Qualität am großen Computer, aber das konnte ich nicht hochladen und ich möchte auch nicht morgen erst hochladen und deswegen nehme ich es nochmal auf. Ich habe Anke was von Richards geschenkt und von Sonja ein Armband und Ohrringe, die Sonja gebastelt hat. Die habe ich bei ihr in Auftrag gegeben. Für Anke in Rot. Ich habe ja dieses blaue Armband von Sonja. Und so ähnlich sieht das in Rot auch aus. Und Ohrringe. Und wie gesagt, sie war nicht lange drüben, aber es war ganz nett und mit Claudia habe ich mich auch gut verstanden. Wir sind bei meinem Bruder und seiner Frau gesessen, draußen, und haben getratscht, geraucht, getrunken und gegessen und haben uns über Blumen unterhalten und so, weil Claudia da ein paar Tipps brauchte. Nur weil uns nicht viel eingefallen ist, weil ich momentan kein Geld habe und ich sie auch nicht auf einen Kaffee einladen konnte. Und weil einfach nicht viel zu tun war, habe ich sie früher nach Hause geschickt. Und ja, meine Eltern sind noch drüben bei Anke. Christian und Nadine sind nach Hause gefahren. Es sind noch ein paar Gäste gekommen zu Anke und Stefan. Und die sitzen jetzt alle da drüben im Garten und trinken Kaffee und essen Kuchen, bis es zu regnen beginnt oder so. Weil es hat noch Regen angesagt heute. Aber momentan sieht es noch ganz schön aus. Es gibt eigentlich nicht viel Neues. Mir geht's heute dem Wetter entsprechend ganz gut. Stimmungsmäßig auch ganz gut. Ich habe nur ein bisschen Kreuzschmerzen, aber die habe ich eh immer. Ich habe nicht mal Kopfweh heute. Obwohl ich sonst immer Kopfweh habe, wenn das Wetter so wechselhaft ist.
Vormittags hat es nicht so schön ausgeschaut. Und dafür ist es aber schön und schön warm geworden. Und in letzter Zeit ist es auch so, dass sich das Corona-Thema immer weiter zurückschiebt in den Hintergrund, weil in 2 Wochen am Montag bin ich wieder bei Christoph am Vormittag und es freut mich, weil es mir viel bringt und es mir dann besser geht und dass ich wieder zu ihm fahren kann. Freut mich sehr und hat mir auch viel gebracht für den Besuch bei Claudia. Und ja, man kann sich einfach wieder freier bewegen. Die Mundmaskenregel fällt nächste Woche. Zumindest für die Wege und für die Geschäfte und für die Sachen, wo man 1 bis 2 Meter Abstand halten kann. Und in Restaurants und Bars und Cafés und auch in Einkaufszentren fällt der Mundschutz jetzt dann. Zumindest in Österreich. Wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Es sind mittlerweile nur noch weniger Erkrankte. Und weniger, die sterben. Ich weiß aber keine genauen Zahlen, da braucht ihr mich nicht fragen, weil ich nicht mehr diesen Zugang auf dieser Seite habe, wo ich die Zahlen vorher hatte. Aber es werden jetzt täglich mehr Leute gesund, als sich neue Ansteckungen bilden. Und ich bin eigentlich auch ganz glücklich, weil ich habe diese Corona-Zeit, auch wenn vielleicht noch mal so eine Phase kommt, aber ich habe diese Corona-Zeit ganz gut überstanden und bin nicht krank geworden, oder zumindest glaube ich es nicht. In meiner Familie gab es ja, also in meiner entfernten Familie, gab es ja Corona-Fälle. Oder einen Corona-Fall, besser gesagt. Und die hatte nicht mal Symptome. Die arbeitet im Spital und wurde im Spital getestet. Und da war es positiv. Und nicht mal die Familie von ihr hat sich angesteckt. Also der Ehemann und die Kinder. Nur sie hatte es. Und sie hatte keine Symptome. Deswegen möchte ich nicht sagen, dass ich Corona nicht hatte. Weil im Februar bis März war ich ja auch im Spital mit Lungenentzündung und es könnte sein, dass ich schon gehabt habe. Aber es sieht nicht danach aus, weil ich ja Hochrisikopatient bin, mit meiner Immunschwäche und Lungenschwäche. Und momentan ist es so, dass ich zwar nicht regelmäßig in Einkaufszentren bin, aber schon ins Kaffeehaus gehe oder so. Oder mal essen. Und ich habe mich bis jetzt zumindest bewusst noch nicht angesteckt. Und da die Zahlen momentan so gut sind, freut mich das auch mit den Schulbetrieben, dass dieses in Kleingruppen gehalten werden kann und daraus keine höheren Ansteckungen entstehen. Natürlich hat man gehört, dass häusliche Gewalt zugenommen hat in Österreich während der Arbeitslosigkeit und Homeoffice und so. Das ist nicht gut, aber ich bin ein Mensch, der Gewalt nicht befürwortet und nicht unterstützt und nicht positiv findet oder so. Ich glaube, das tut eh fast keiner, aber Gewalt ist einfach keine Lösung, egal in welcher Situation. Und dass die häusliche Gewalt
zugenommen hat, hat man zwar auch in Österreich gesehen, aber es war nicht so schlimm, dass man wie in den USA für die Frauen, die rausgehen durften, in Apotheken Notzentren eingerichtet hat, wo sie über diese Fälle sprechen können und Anzeige erstatten können. Das gibt's ja jetzt in den USA, weil da noch viel mehr Corona-Problem herrscht und die Arbeitslosigkeit auch sehr hoch ist und Männer und Frauen, ich möchte da nicht nur Männer einschließen, sondern auch Frauen können gewalttätig werden. Und da hat man so Zentren angerichtet in Apotheken, wo man diese Fälle melden kann. Und das war in Österreich nicht notwendig. Und durch die Aktion, die von heute bis morgen auf Ö3 läuft, will man ja gegen die Arbeitslosigkeit kämpfen und mehr Lehrstellen und Arbeitsstellen für Arbeitslose und Jugendliche schaffen. Und das finde ich sehr positiv. Ö3 ist Österreichs größter Radiosender und sie machen immer wieder so Arbeitssuche für Behinderte und für Jugendliche, Praktikumsstellensuche und so. Und zusammen mit der Arbeiterkammer finde ich das sehr positiv und hoffe, dass die Arbeitslosenzahl dadurch wieder sinkt und mehr Arbeitsstellen vergeben werden und dadurch die Frustration in den Menschen abnimmt. Aber das wird man erst in den nächsten Wochen sehen, aber ich glaube, da bringt das schon viel und es sind auch verschiedene Kampagnen geplant für Arbeitslose und auch für Ausländer und so, Zuwanderer und so, und das sollte man unterstützen und sich auch bewerben und sich nicht zu schade sein für eine Arbeit oder so. Ich würde auch gern arbeiten gehen, wenn ich könnte, aber das geht mit der Psyche nicht. Ich werde dann sofort krank und bin dann wochenlang krank. Und dann nimmt mich keine Arbeitsstelle, wenn ich wochenlang ausfalle. Ich hätte gerne eine Lehre zur Grafikerin gemacht, aber habe damals keine Lehrstelle gefunden. Dann hat mich eine Firma in Lustdorf genommen zum Praktikum. Und die hätten mir auch einen Arbeitsplatz angeboten. Nur dann hat die Depression eingesetzt und dann war ich nicht mehr arbeitsfähig. Und bin es bis heute leider nicht. Meine Hauptarbeit ist mein Kanal und mein Blog. Und ja, so im sozialen Bereich. Aber ich finde das gut, dass da jetzt nach Corona wieder mehr Lehrstellen und Praktikumsstellen freigemacht werden für Jugendliche und Arbeitslose. Und ich finde, dass in Österreich das Corona-Thema langsam in den Hintergrund rückt, weil die Ansteckungszahlen einfach schon so klein sind. Natürlich warten jetzt viele auf die zweite Welle und natürlich kann es passieren, dass im September, Oktober, November über die Winterzeit noch eine Welle kommt, aber ich hoffe, dass es mit den Maßnahmen jetzt, die man jetzt ergriffen hat, eingedämmt wird und keine zweite Welle kommt. Das wird man alles erst sehen in ein paar Monaten. Natürlich müssen wir viel verzichten. Zum Beispiel wäre am 15. das Celine Dion-Konzert gewesen, für das ich ein Jahr vorher Karten gekauft habe. Und es kann sein, dass ich das Geld nicht zurückbekomme. Aber damit müssen wir jetzt alle leben, dass keine Großveranstaltungen stattfinden.
Und ich glaube, dafür, dass wir nicht krank werden, können wir das in Kauf nehmen. Natürlich tut es weh, aber es ist trotzdem das Risiko nicht wert, dass die Ansteckungszahlen wieder explodieren und wieder Tausende von Menschen sterben, wenn man Konzerte oder Veranstaltungen mit über 1000 Menschen zulässt. Und das Konzert wäre ja mit 10.000 Menschen gewesen. Und ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, darauf zu verzichten, auch wenn es schwer fällt, dass auch keine Festivals und so dieses Jahr stattfinden. Das ist jetzt ein Jahr hartes Durchbeißen. Und nächstes Jahr, wenn Corona besser ist, also sollte es weg sein, kann man das ja alles nachholen. Inwiefern sich dann die Zeit bietet und die Möglichkeit für viele Menschen an Festivals teilzunehmen oder an Konzerten, die jetzt stattgefunden hätten, ist natürlich schwierig, aber es lässt sich von zeitlichen her planen und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es nächstes Jahr besser ist. Ich finde auf jeden Fall gut, dass demnächst die Maskenpflicht fällt, weil das zeigt, dass einfach die Ansteckung schon so gering ist, dass das Mensch-zu-Mensch Verfolgen von Krankheitspolen gut funktioniert und die Quarantäne für die Einzelpersonen auch gut funktioniert und da nicht einer 1000 Leute ansteckt, sondern einer einen Menschen ansteckt. Und das ist eine Zahl, mit der man gut umgehen kann, glaube ich. Ich bin kein Virologe und kein Experte, aber ich glaube, momentan ist es so handelbar wie noch nie und wir sollten die Situation so nutzen und sollte es wieder Maskenpflicht geben, wenn die Ansteckungen steigen, sollten wir das akzeptieren, weil es ja nur uns selbst schützt und zum Eigenschutz dient und nicht gegen die Leute gerichtet ist. Und ich glaube, die Leute, die das bis jetzt nicht verstanden haben, dass es keine Spaß ist und dass daran Leute sterben, die werden sowieso nie verstehen. Und die werden sowieso immer gegen die Regeln tanzen. Aber der Großteil der Menschen hat Respekt vor Corona. Und dieser Respekt ist auch wichtig. Weil nur dann können Regeln eingehalten werden. Und nur dann ist es sichergestellt, dass nicht so viele krank werden. Und das finde ich halt extrem wichtig. Aber wie gesagt, man wird es jetzt alles nach und nach sehen, wie die Ansteckungszahlen sich entwickeln, wenn die Maskenpflicht fällt in den meisten Bereichen, im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich oder in Bereichen, wo man nicht 1 bis 2 Meter Abstand halten kann, fällt die Maskenpflicht sowieso noch nicht, aber in den nächsten Wochen und Monaten wird da sicher auch mehr geöffnet und zumindest so wie jetzt der Schulbetrieb funktioniert, so soll er bis zu den Ferien laufen. Und ob das ideal ist oder nicht, es ist eine Lösung, um trotzdem alle Kinder zu unterrichten und nicht zu große Gruppen zu haben. Und dass es dann natürlich Kinder gibt, die sitzen bleiben, weil sie
das nicht aufholen können oder nicht mit der Lernzeit mitkommen, ist natürlich klar, aber ich glaube, es ist besser, ein Jahr zu wiederholen, als zu große Gruppen zu machen, damit sie jeden Tag in die Schule gehen und dann so viele Ansteckungen so haben. Weil, wie gesagt, diese Krankheit ist tödlich für viele Menschen und viele Gruppen von Menschen mit Grunderkrankungen und auch für teilweise körperlich total gesunde Menschen hat es tödlich geendet und dieses Risiko kann man einfach nicht eingehen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Zumindest die nächsten Wochen und Monate. Ich hoffe auch, dass meine Eltern die Reise machen können. Und meine Mutter auf Reha fahren kann. Und dass sich das alles nach und nach gibt. Und dass man dieses Jahr vielleicht in Österreich Urlaub machen kann und nicht im Ausland. Aber in Österreich gibt es auch schöne Flecken. Und ich glaube, jetzt die Grenzen aufzumachen, wäre ein, bis zu einem gewissen Grad Richtung Italien wäre ein großer Fehler. Aber die anderen Staaten oder Länder, die weniger von Corona betroffen sind, die werden ja langsam geöffnet. Und das ist der erste Weg zur Besserung eigentlich. Aber zu viel Risiko dürfen wir natürlich auch nicht eingehen. Naja, das war's von mir. Gute Nacht, eure Ines. Ciao.